Willkommen zum fünften Spieltag der Abonnementskonzertreihe in der Orchester A-Liga. Wir berichten in einer Konferenzschaltung von den Spielen der Petersburger Dilettanten gegen Tschaikowskis 5. Sinfonie aus der Bordesholmer Klosterkirche und der Spitzenbegegnung in der Ostseehalle, wo die Berliner Philharmoniker auf Mozarts Krönungskonzert treffen. Von dort nun live Armin Haufe. Petersburg wird gebeten, seine Partitur an der Information abzuholen. Generalpause hier zurzeit in der Ostseehalle, liebe Fans der Berliner Philharmoniker. Und das gibt mir Gelegenheit, die Höhepunkte des ersten Durchgangs Revue passieren zu lassen. Die Spieler des Berliner Meisters begannen furios, ungemein straff, rhythmisch, nuanciert und temporeich die Exposition. Allen voran Alexis Reißenberg, der bulgarische Flügelflitzer, der mit blitzschnell vorgetragenen 64. immer wieder für Verwirrung in der Streichergruppe sorgte und auch die Bratschen ein ums andere Mal kräftig durcheinanderwirbelte. Diskussionen dann auch in den Logen um die Frage, kann das Ensemble dieses hohe Anfangspresto in die Durchführung hinüber retten? Zur Halbzeit jedenfalls Zufriedenheit bei Orchesterkapitän Carlos Kleister. Er wird es in den Garderoben bei einigen wenigen Taktanweisungen belassen können. Und ich höre, in Bordesholm wird wieder gespielt. Weiter zu Harald Wehmeier. Tja, meine Damen und Herren, unschöne Szenen gerade im altehrwürdigen Rund der Klosterkirche zu Bordesholm. Die rund 1000 Fans machen ihrem Unmut jetzt Luft. Was war passiert? Nun, der vierte Satz hatte kaum begonnen. Da sorgte wieder einmal eine der vielen umstrittenen Zeichengebungen von Spielführer Wladimir Sprybakow für Irritationen in der ohnehin ersatzgeschwächten Cellogruppe, die sich hier, wie ich meine, völlig zu Recht benachteiligt fühlt. Und von da an konnte von einem rhythmischen Konzept keine Rede mehr sein. Es schlichen sich völlig unnötige Ritardandi ein. Da wurden Töne zu lange gehalten. Widersinnige Fermaten waren die Folge. Dann wieder überhastete Akcelerandi, anstatt erstmal das Tempo aus dem Spiel zu nehmen und von hinten über die Bratschen zu einem vernünftigen Spielaufbau zu kommen. Tja, und dann muss sich das Orchester dann auch nicht wundern, wenn es sich, wie auch jetzt schon wieder, üble Dissonanzen einfängt. Ui, 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 ui. Also hier droht jetzt wirklich das Spiel total aus der Fuge zu geraten. Zu einem Überfluss jetzt auch noch eine Unterbrechung. Da zerriss es der zweiten Geige wie ein Peitschenhieb die tiefe G-Seite. Das muss jetzt hier auf der Bühne behandelt werden. Und damit zunächst zurück ins Funkhaus. Und wir nutzen die Unterbrechung für einige Ergebnisse von parallel laufenden Wettbewerben. Die Weltranglistenerste Anne-Sophie Mutter bezwang soeben bei den internationalen offenen Festspielen im englischen Glyndebourne Tschaikowskis Violinkonzert glatt in 3 Sätzen. Beim internationalen Klavierschampionat, Kadenz, im italienischen Kadenz. Spoleto, ich glaube, neuer Spielstand in der Ostseehalle. Armin Haufe, bitte. Kadenz in der Kieler Ostseehalle. Es war wohl 20 Takte vor Ende des Schlusssatzes, als der vorhin schon erwähnte bulgarische Flügelstar Alexis Reißenberg aus der Tiefe der Bässe kommen, völlig unbedrängt ein Flötenthema aufnehmen, mit einer maßgerecht hereingezirkelten Kantilene sich virtuos vom gesamten Orchester löste und dann noch die Nerven besaß, an Freund und Feind vorbei, selbst zur Kadenz zu vollstrecken. Tja, hier ist damit wohl die Entscheidung gefallen, da nunmehr noch 5 Takte zu spielen sind. Jubel im Parkett für ein spielerisch glänzend aufgelegtes Ensemble, das bei aller Kampfstärke auch noch einiges fürs Ohr zu bieten hatte. Ja, liebe Musikfreunde, da dürfte wohl nichts mehr anbrennen. Brenzlig sah es dagegen zuletzt für die Petersburger Dilettanten in der Bordesholmer Klosterkirche aus. Unser Reporter dort ist immer noch Harald Wehmeier. Bis zuletzt hier im Hexenkessel der Klosterkirche auf eine Wende gehofft. Dabei hätte alles so schön klingen können, wenn man in der Parallel-Moltonart mehr Druck gemacht hätte. Stattdessen ein unverständliches Abrutschen in den dominanten Gegenklang. Da ging man immer wieder sich in kraftraubende Motivumspielungen verwickeln in den Diskantbereich und hätte da nicht die Flötengruppe wie eine Notenlinie gestanden. Das Debakel wäre wohl noch um einige Dissonanzen höher ausgefallen. Auch jetzt schon wieder ein undurchsichtiges Gestreiche in der Mittellage, anstatt vielleicht doch mal die Hörner zu bedienen. Die können ja gefährlich aus der zweiten Reihe spielen, aber man schiebt sich hier gegenseitig die Verantwortung zu. In diesem Moment schaut Sprybakow auf sein Metronom und schlägt ab. Die Sinfonie ist zu Ende und das ist gleichzeitig das Aus für die Petersburger Dilettanten, die nun in der nächsten Saison den bitteren Gang in die Liga der B-Orchester antreten müssen. Aber sie sind sportliche Verlierer, da verneigt man sich noch einmal vor dem Publikum. Eine schöne, eine faire Geste und damit schnell noch einmal hinüber in die Ostseehalle.
6000 hochzufriedene Konzertbummler treten in diesem Augenblick den Heimweg an. Und in der Tat, dieser Abend war wieder einmal eine Werbung für den Klaviersport. Auch die schwarz-weiß gekleideten Mannen um Carlos Kleister haben die Bühne in Richtung Dusche verlassen. Der Titel dürfte ihnen nach dieser Leistung nicht mehr zu nehmen sein. Und mit diesen letzten Impressionen gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank, Armin Haufe. Ein bemerkenswerter Spieltag in der Orchester-A-Liga klingt aus. Ein Tag unterschiedlicher Eindrücke, voller Crescendi und Presti, aber auch ein Tag der Dissonanzen. Denken wir nur an den bitteren Abstieg der Petersburger Dilettanten, die aber möglicherweise über Relegationskonzerte den Klassenerhalt doch noch schaffen können. Und damit beenden wir unsere Berichterstattung vom letzten Spieltag der Orchester-A-Liga und bedanken uns für Ihre Belastbarkeit.